Hallo und schön, dass du auf meinem Kanal vorbeischaust. Ich bin der Benny und in diesem Video soll es mal um den kompletten Platin-Walkthrough in einem Video zu In Rays of the Light gehen. Ich habe es jetzt hier vor kurzem platiniert. Für Platin-Hunter, für Platin-Hunterin denke ich eine perfekte Platin. Roundabout, wenn du hier dem Walkthrough folgst, knapp 40 Minuten, dann wirst du eine Platin mehr haben. Ist jetzt vor kurzem im Playsee Store erschienen, kannst du dir für knapp 8 € runterladen. Ich werde jetzt hier das komplette Video kommentieren, werde natürlich meine Erfahrungen schildern, meine Tipps und Tricks geben, damit hier mit der Platin nichts mehr schief gehen kann. Wir starten auch direkt und los geht's. So, bevor das Ganze hier startet, zwei wichtige Infos vorab. Erstens, das Spiel ist wirklich an einigen Stellen extremst dunkel gehalten. Deshalb würde ich dir empfehlen, hier in den Settings, was ich gleich auch machen werde, die Helligkeit sehr, sehr hoch zu stellen. Gegebenenfalls schraubst du auch noch ein bisschen an deinem Fernseher rum, an den Helligkeitseinstellungen. Zweite wichtige Info, wie ist hier die Vorgehensweise? Du brauchst zwei verschiedene Enden, einmal das Schattenende, damit starten wir jetzt auch, werde ich natürlich gleich genauer auf die Vorgehensweise eingehen. Hier in dem ersten Durchgang sammeln wir dann auch die ganzen Collectibles ein, gibt es eine Trophy für auch die ganzen anderen Trophies. Der zweite Durchgang dann, da kannst du in den verschiedenen Kapiteln dann hin und her springen, musst quasi nur ganz am Anfang einmal kurz was erledigen, dann kannst du direkt in Kapitel 7 springen. Es gibt insgesamt 8 Kapitel, wodurch du das Ganze dann nochmal eher knapp ein halbes Mal durchspielen musst. Insgesamt also anderthalb Mal. Zweiter Durchgang dann insgesamt ein bisschen einfacher, denke ich, weil du dich auch schon mit der Location sehr, sehr gut auskennst. Das sind die wichtigen Infos. Ich lasse das Ganze jetzt hier mal starten. Du siehst, dass ich jetzt hier als erstes an den Helligkeitseinstellungen ein bisschen rumschraube. Ja, ganz klassisch startet das Ganze jetzt hier. Wir spielen jetzt als erstes das Schattenende durch. Was musst du dafür machen? Du musst dich möglichst viel in den Schatten bewegen. Darfst natürlich hier nicht in den hellen Bereich, gerade nach draußen nicht, beziehungsweise nur ganz wenig. Du darfst hier ganz am Anfang dir auf gar keinen Fall hier die Taschenlampe mitnehmen, sonst ist mehr oder weniger die Trophy sofort kaputt für den Durchgang in den Schatten. Und die dritte Sache, die du beachten musst, ist, dass du möglichst wenig das Feuerzeug benutzt, was du auch relativ am Anfang finden wirst. Du siehst, das Ganze startet hier. Ich habe mir jetzt hier das Rohr genommen, um die Tür aufzubrechen. Dann geht es hier geradeaus. Also ganz, ganz wichtig, ich wiederhole es nochmal. Am Anfang definitiv nicht die Taschenlampe einsammeln. Dann geht es hier durch die Tür, weil wir natürlich als erstes hier das Schattenende haben wollen und auch die ganzen anderen Trophies und auch die Collectible Trophy natürlich. Dann geht es hier in den Raum. Hier siehst du den Schrank. Den stößt du einmal runter. Dann klingelt es hier das erste Mal im Karton. Hier siehst du die erste Trophy. Ups. Schrank musst du hier runterstoßen. Dann kannst du den Raum verlassen. So, und dann geht es hier eben nicht ein Stück weiter geradeaus. Da war ich direkt zu Beginn hier minimal lost für 2, 3 Sekunden. Du musst dich hier eigentlich nur umdrehen. Die Tür, wo du dann als erstes rausgekommen bist, da gehst du dann einmal direkt in die nächste Tür. Ja, ein Stückchen geradeaus, direkt wieder rechts hier rein ins Archiv. Brichst du dann wieder ganz klassisch auf hier mit dem Rohr. Gehst rein. Und dann ist hier gleich links in der Ecke ein kleines Schloss. Da dann einmal den Zahlencode eingeben. Wie gesagt, also das ist jetzt hier ein Platin-Run. Roundabout 40 Minuten wirst du für die Platin brauchen, wenn du das Ganze hier befolgst. 047. Dadurch werde ich natürlich jetzt hier nicht auf jedes Rätsel eingehen, was du hier lösen musst oder wo du die Lösung findest. 047 war der Code. Dann sammelst du hier die Filmrollen ein. Und dann geht es hier weiter geradeaus, wo ich jetzt gerade schon direkt gierig hinspurten wollte. Einmal die Treppe runter, dann geht es sofort nach rechts. Ja, hier, du siehst, ist teilweise wirklich unfassbar dunkel gehalten. Hier direkt rechts ist eine Tür, die du öffnen kannst. Hier kannst du dich dann wieder gut umschauen. Hier jetzt das erste Dokument für die Collectible Trophy. Ich glaube, es gibt insgesamt 7 oder 8 Dokumente. Ist nicht wirklich wild. Für das erste Dokument wirst du direkt hier mit der Trophy belohnt. Glad to see you. Ja, kannst du dir natürlich dann durchlesen, wie auch immer du das Ganze magst. Dann geht es hier zu dem Schrank. Schlüssel natürlich mitnehmen. Ganz, ganz wichtig. Dann hast du das Ganze hier auch erstmal abgefrühstückt. Dann geht es raus wieder. Jetzt wieder hier zurück in den, ja, in den Durchgangsbereich. Jetzt zwei Trophies hintereinander. Kannst du ganz, ganz schnell hier abernten. Einmal hier den Plan mitnehmen. Wirst du mit der Trophy belohnt. Heißt dann auch Plan, ganz stumpf. Und dann gehst du hier um die Ecke zu dem Getränkeautomaten. Kannst du dann einmal betätigen. Einmal X drücken. Dann scheppert er einmal hier vor. Wirst du auch mit der Trophy belohnt.
I just checked it, ja, okay, kommt nichts raus. Und dann gehst du auf die andere Seite, hier ganz wichtig, die Münzen einsammeln. Die musst du auch auf jeden Fall mitnehmen. Dann kannst du den Raum hier verlassen, also einmal die Trophy holen und einmal die Münzen einsammeln. Dann geht es hier direkt wieder links in den Raum. Hier ist das zweite Dokument, ganz wichtig für die Collectible Trophy, wird sich natürlich dann über das komplette Game ziehen. 7 oder 8 Stück sind es, musst du auch mitnehmen. Dann wirst du am Ende mit der Trophy Reader belohnt. Hier den Schlüssel natürlich ganz wichtig mitnehmen in dem Raum. Also hier in dem kleinen Raum Dokument einsammeln und Schlüssel. So, und dann geht es hier das erste Mal in den Außenbereich. Da wir jetzt natürlich das Schattenende haben wollen, ist hier wirklich Schnelligkeit geboten. Du kannst mehr oder weniger schnell gehen, fast schon sprinten. Du siehst, jetzt gehe ich hier langsam mit L2. Hier L2 gedrückt halten, ganz straight auf den Bus zu. Das Ganze sollte hier relativ flugs gehen. Kommt natürlich nicht auf ein paar Sekunden jeweils an. Einmal aufbrechen, wirst du auch mit der Trophy belohnt. Und dann brauchst du hier 2 Sachen. Buzzcracker, genau. Hier das dritte Dokument und links sammelst du dann einmal das Benzin ein. Ja, verlässt du den Bus wieder. Hier natürlich wieder ganz, ganz straight geradeaus in die Schatten. L2 gedrückt lassen. Möglichst schnell hier rein wieder. So, jetzt bist du erstmal wieder safe. Wie gesagt, ich denke, es kommt hier nicht auf ein paar Sekunden oder insgesamt auf 1 Minute an. Aber du solltest natürlich, wie gesagt, schon sehen, dass du hier nicht im Hellen stehen bleibst, dich umschaust oder ähnliches. Du darfst am Anfang, wie gesagt, die Lampe nicht mitnehmen und du musst das Feuerzeug so wenig wie möglich benutzen. Dann geht es hier einmal um die Ecke, schnell wieder in die Schatten rein. Hast du gesehen, war ich nur ein paar Sekunden draußen im Hellen. Damit, wie gesagt, das Schattenende dann ganz einfach triggert, wo du mit der Trophy belohnt wirst. Hier wieder raus. Hier natürlich wieder mit L2. Dann geht es hier in die Kellerräume unten rein. Einmal die Tür öffnen. Ja, hier bist du jetzt wieder im Schatten. Hier kannst du dich wieder in aller Ruhe umschauen. Geradeaus auf 12 Uhr ist jetzt das dritte Dokument. Das sammelst du auf jeden Fall ein. Für die Collectible Trophy. So, und dann kannst du dich hier auch wieder umdrehen. Jetzt habe ich es schon zigfach erwähnt. Hier ist das Feuerzeug. Das darfst du auch nur so wenig wie möglich benutzen. An 2, 3 Spielen im Stell, an 2, 3 Stellen im Spiel. Gehe ich gleich natürlich nochmal näher drauf ein. Hier brauchst du es jetzt erstmal überhaupt noch nicht zu benutzen, das Feuerzeug. Kannst du die ganze Zeit hier mit dem Rohr rumrennen. Hier schön in die Schatten auch wieder alles mit L2 natürlich machen. Geradeaus, wenn du den Keller verlassen hast und dann leicht links. Du siehst hier schnell in den Schatten, in die Bäume werfen. Wieder in den Schatten rein, wieder in den Schatten rein. Und dann ist hier relativ weit links, siehst du schon die Tür, wo ich drauf zusteuere. Das Ganze, wie gesagt, mit L2 sollte wieder relativ flugs gehen. Schau dich hier nicht irgendwie großartig um oder sonstiges. Wenn du dann auf das Schattenende hinspielst. Hier kannst du einmal ins Menü mit R1. Einmal hier das Feuerzeug ausrüsten. Wirklich nur ganz kurz. Du siehst, wie griffig ich das Ganze dann wieder wegstecke. Nur einmal, um das Ganze hier abzubrennen. Und dann nimmst du hier sofort wieder dein Rohr in der Hand. So, dann schön geradeaus. Hier ist das nächste Dokument, das vierte. Das auch bitte einmal einsammeln. Und dann gehst du geradeaus, da musst du hier dieses kleine Puzzle lösen. Also du musst hier nirgendwo Angst vor Gegnern oder so haben. Es gibt keine Gegner im Spiel. Lebt natürlich so von der düsteren, dunklen Atmosphäre. Dann siehst du hier den Code 146. Und danach kannst du dann die zweite Tür aufmachen. Und da befindet sich dann die Sicherung drin. Ja, sagt er hier nochmal, das ist die Sicherung. Also 146 und danach kannst du dann den zweiten Schrank betätigen bzw. öffnen, da nimmst du dann die Sicherung raus. So, dann kannst du hier das Ganze links verlassen, wieder schön in den Schatten bleiben. Jetzt geht's wieder zurück in den Kellerbereich. Möglichst viel natürlich hier die Schatten ausnutzen. Hier siehst du immer schön L2, also das ist wirklich wichtig. Hier musst du dann schon ordentlich Gas geben. Jetzt geht's hier wieder zurück in den Kellerbereich, runter. Jetzt ist es erstmal geschafft, jetzt sind wir hier wieder in den Schatten. So, und da musst du die beiden Sachen natürlich einsetzen. Links einmal das Benzin, rechts natürlich dementsprechend einmal die Sicherung. Hier war ich ein bisschen zu gierig, wollte schon den Schalter betätigen, ohne Sicherung schwierig. Einmal die Sicherung reinhauen und dann kannst du hier den Schalter betätigen.
So, jetzt haben wir hier ein paar Minuten gespielt und jetzt kann ich dir schon mal sagen, beginnt an sich der schwierigste Bereich im Spiel. Ja, hier wird es auch mit der Trophy belohnt. Let there be light. So, dann triggert hier eine kleine Sequenz. Und dann wird das Ganze dunkel. Und jetzt wirst du auch zu großen Teilen das Feuerzeug benutzen müssen. Auch hier musst du nicht durchrushen, in Anführungsstrichen, aber du solltest natürlich hier nicht minutenlang irgendwo mit deinem Feuerzeug stehen. Ich habe es jetzt hier so gelöst, ich bin die ganze Zeit gerade ausgelaufen und dann nach ein paar Sekunden habe ich das Feuerzeug hier benutzt. Kannst du über das Menü wieder ausrüsten, damit du zumindest ein bisschen was siehst. Deshalb habe ich gesagt, du musst hier die Helligkeit am besten sehr, sehr hoch stellen und dann gehst du hier links durch die Tür. Die öffnest du einmal. So, dann hältst du dich hier so leicht links und dann gehst du in Badezimmer würde ich es nicht nennen. Wie sagt man dazu? In den Waschraum. Hier ist ein Dokument. Auch das wieder einsammeln für die Collectible Trophy. Und dann beginnt meiner Meinung nach der mit Abstand schwierigste Part in dem Spiel. Das Ganze kann ein bisschen verwirrend sein. Auch da hilft dir natürlich die Helligkeit wieder extrem. Du musst hier auf jeden Fall das Feuerzeug benutzen. Und du musst jetzt hier diesen kleinen Parcours musst du letztendlich 3,5 bzw. 4-mal laufen. Ja, du kannst dich hier immer an den Wänden orientieren. Du läufst das Ganze 3-mal durch und beim 4. Mal öffnet sich dann ein anderer Ausgang. Du kannst dich hier an verschiedenen Punkten orientieren, an den Rohren, an dem Lichtschalter, an den Fässern habe ich mich orientiert. Ja, hier musst du jetzt einmal komplett durchlaufen. Ich werde dir das Ganze jetzt hier Schritt für Schritt erklären. Und wenn du dann hier durch bist, kannst du dich am Ende auch wieder hier an dem Fass halb links orientieren. Dann siehst du hier das Badezimmer wieder oder den Waschraum. Hier bin ich jetzt einmal durch. Du siehst, ich gehe sofort wieder rein in dieses kleine Labyrinth. Lauf das zweite Mal durch. Hier das erste Fass links. Hier die Kisten wieder links. Zwei Fässer rechts. Schalter rechts. Rohr geradeaus. Links am Ende, kannst dich hier wie gesagt an den Wänden orientieren, so habe ich es immer gemacht. Ja, also den Weg solltest du dir relativ gut einprägen, weil du natürlich hier die ganze Zeit das Feuerzeug benutzen musst. Na, hier wieder das Fass und du siehst wieder am Ende, hier der Waschraum wieder links von mir. So, dritte Mal rein. Wieder hier Fass und so weiter und so fort. Also präg dir hier wirklich gut den Weg ein, die beiden Fässer wieder rechts. Hier solltest du möglichst wenig Zeit verschwenden. Du kannst natürlich auch, weiß ich nicht, ein, zwei Minuten vielleicht länger brauchen. Ich kannte die Wege jetzt hier recht gut. So wild ist das Ganze nicht. Aber hier solltest du natürlich nicht irgendwie 10 Minuten oder so verbringen und hier die ganze Zeit das Feuerzeug anhaben. Dann wird die Trophy wahrscheinlich nicht mehr triggern am Ende mit dem Schattenende. So, dritte Durchgang beendet. Jetzt gehe ich das vierte Mal hier rein und jetzt hat sich der Ausgang geöffnet. Wirst du jetzt sehen, begleite ich auch nochmal. Rechts um die Ecke, Fass, links. Und dann musst du beim vierten Mal die Lichtschalter im Blick haben. Hier die beiden Fässer, rechts. So, da sind die beiden Schalter. Und von da aus bewegst du dich nach rechts, hier ist das Rohr. Stückchen geradeaus und jetzt kannst du schon mal ein bisschen tiefer gucken. Du siehst, wie ich ein bisschen tiefer gucke. Ja, noch ein Stückchen geradeaus. Wand. Hier suche ich schon wie ein Wilder. Erstmal noch rechts. So, und hier siehst du jetzt diese Palette und da kannst du dann nach rechts und da siehst du dann das Licht. Ich mache sofort das Feuerzeug wieder aus. Und dann hast du hier diesen Parcours erledigt. Also guck dir das Ganze vielleicht in Ruhe an. Dreimal musst du komplett durchlaufen. Und beim vierten Mal dann nicht ganz bis zum Ende, da musst du dann rechts laufen, siehst du natürlich dann dementsprechend schon das Licht. Sofort das Feuerzeug wieder aus, wirst du mit der Trophy Place dann belohnt. Hier das nächste Collectible, nächstes Dokument. Einmal schön einsammeln. Wie gesagt, denk dran, dass du hier das Feuerzeug ausmachst. Dann geht es hier ein Stückchen geradeaus und rechts in die Tür. Habe ich jetzt hier mehr oder weniger blind gesucht, wollte das Feuerzeug hier nicht anlassen. Kannst du hier vielleicht auch nochmal kurz anmachen. Ich denke, das sollte kein Problem sein. Man kann hier aber die Tür, die linke, relativ gut erkennen. Jetzt triggert hier eine kleine Sequenz. Schwer zu sehen, aber ist eine kleine Sequenz. Kann sich jetzt erstmal nicht bewegen. Und hier ist jetzt leider in dem Video, ich habe es nicht geschnitten, 10 oder 15 Sekunden, wo ich jetzt hier leider ein bisschen lost bin. Du musst hier das Feuerzeug dann direkt wieder anmachen und ich verlaufe mich allerdings jetzt hier 2-3 Mal. Tut mir leid hier für meine grenzenlose Inkompetenz. Hier siehst du die Paletten. Das ist nicht der richtige Weg. Du siehst, hier habe ich einmal komplett die Orientierung verloren. Du
gut, hat mich nicht gewundert, teilweise gehe ich außer Haus und weiß nicht, wo mein Auto steht oder finde es nicht. Hier bin ich wieder im Eingangsbereich, wo ich reingekommen bin, ist natürlich auch kompletter Blödsinn. So, hier gehe ich jetzt nach links, vom Eingangsbereich links, hier siehst du die Schrift an der Wand. Hier ist das Fass. Ah, hier siehst du dann Bär. Auch hier gucke ich mich die ganze Zeit noch um. Ich will ja noch nicht so richtig Inhalt. Ja, hier siehst du auch. Ist schon mal so halbwegs der richtige Weg, aber eben noch nicht ganz richtig. Hier siehst du jetzt nochmal den Bär als Orientierungspunkt. Und dann gehe ich hier rechts neben den Bär. Ist auch falsch. Bin ich auch nochmal in einem Waschraum, beziehungsweise auf der Toilette. Nochmal ein Stückchen zurück. Also wie gesagt, sorry, das ist doof. Aber ich denke, so zur Orientierung würde ich besser, als wenn ich so hart schneide. Hier ist gar nichts. Jetzt finde ich es, jetzt ist hier die Palette. Du musst dir letztendlich die Palette merken. Dann ist hier, glaube ich, rechts ist so ein kleiner Schlafsack oder ähnliches. Merk dir die Palette, Schlafsack. Da bist du dann auf dem richtigen Weg. Oder Matratze oder was es ist. Kein Schlafsack, ist, glaube ich, eine Matratze. Hier ein paar Kisten. Und dann musst du, hier sind die beiden Fässer. Hier bin ich jetzt richtig. Und da musst du hier immer ins Licht, damit ganz einfach hier die nächsten Sachen triggern. Einmal ganz kurz auf das Licht gucken, wieder zurück. Muss hier natürlich eigentlich die ganze Zeit das Feuerzeug anlassen, sonst kannst du dich nicht orientieren. Jetzt siehst du hier, das rote Licht ist getriggert. Hier ein Stückchen links vorbei. Direkt wieder rechts. Hier siehst du die nächste Lichtquelle. Ja, auch einmal kurz angucken, damit es weitergeht. Hier musst du jetzt noch ein Stückchen geradeaus. Hier ist ein Dokument. Ich glaube, es ist jetzt das 6. oder 7. Ich habe jetzt irgendwann nicht mehr mitgezählt, aber es kommen auch nicht mehr viele. Dann wieder zurück. Siehst du wieder das rote Licht. Kannst du dem roten Licht folgen. Links, ne, rechts, genau, rechts rum war es, rechts diesmal von dem roten Licht. Hier ist jetzt wieder extrem dunkel, hier siehst du wieder eine Palette. Ah, hier, wie gesagt, da musste ich ein bisschen durchwurschen, deshalb habe ich es immer wieder gesagt. Hier ist diese Schrift, wo ich mich orientiert habe, habe ich nochmal kurz eingefangen, eingeblendet. Du kannst mit Viereck springen, also hier kam ich nicht so ganz hoch. Immer wenn er sich mal irgendwo festhakt, kannst du Viereck drücken. Hier ist der Bär. Hier ist jetzt dann auch ein kleines Licht, was aufgestellt ist. Hier siehst du das rote Licht. Da dann rechts dran vorbei zu der nächsten Kerze, die aufgestellt ist. Links rum. Na, hier auch wirklich extrem unheimlich. Auch die Musik, dass sie den Puls so ein bisschen höher schlagen. Hier kannst du dich jetzt wieder an dem roten Licht orientieren. Hier siehst du jetzt die nächste Lampe. Die nächste Kerze. Hier ist das nächste Dokument, das musst du einsammeln. Das kannst du dir da merken mit dem Dokument. Musst du nur ein ganz kleines Stück zurück. Und dann siehst du hier, dass die Tür versperrt ist. Musst du wieder den Zahlencode eingeben. In dem Falle dann 6, 3, 8. Bei der dritten Zahl fällt das dann automatisch immer dann schon ab, das Schloss. Und dann kannst du hier einfach geradeaus rushen, ruhig mit L2, musst die ganze Zeit nur geradeaus, bis du vor die Wand läufst, dann nach rechts, dann siehst du hier das Fass, nächste Wand und rechts, und dann hast du es geschafft. Hier siehst du jetzt schon wieder eine Lichtquelle, hab sofort hier wieder mein Knüppel hier, mein Rohr in der Hand genommen, Feuerzeug aus, für die Trophy, für die Schattentrophy, Voice from the Past, hier musst du nur einmal das Telefon betätigen. Hier habe ich mir das Ganze jetzt angehört. Einmal ganz kurz, geht ein paar Sekunden weiter. Bisschen durchgeschnauft. Ich kann dir jetzt an dieser Stelle garantieren, dass du die Platin vom, sagen wir mal, Schwierigkeitsgrad vom Ablauf her hast, ist jetzt zu 99,9% im Sack. Jetzt kommt nichts Schwieriges mehr. Diese beiden Stellen, wo du mit dem Feuerzeug rumrennen musst. Einmal, wo du 3,5 Mal in dem Labyrinth da jeweils rumlaufen musst. Und danach die Stellen, wo du immer die Lichtquelle, die Kerze finden musst. Das sind wirklich die schwierigsten Stellen im Spiel. Also kann ich hier schon fast vorab sagen, Glückwunsch zur Platin, jetzt kommt nichts Schweres mehr. Hier einmal das Dokument links eingesammelt, ganz wichtig, bevor du den Bereich hier verlässt. Ja, hier natürlich auch wieder das Holz hier wegknacken mit dem Rohr. Einmal aufgebrochen, dann geht's hier durch. Hier vergiss bitte nicht, die Trophy abzuernten. Du gehst hier ein Stückchen geradeaus, kann man sehr, sehr schnell vergessen. Und dann siehst du hier vor dem Mülleimer diese kleine Dose rumfliegen, den Müll einmal mit X betätigen. Und dann wirst du hier belohnt mit der Trophy. Wie heißt es? Trophy. Ja, Trophy heißt Trophy, ist auch gut. Dann geht es hier geradeaus. Jetzt geht es wieder ins Gebäude rein.
Wie gesagt, es wird ab jetzt wesentlich einfacher. Du kannst auch immer was erkennen. Es ist natürlich heller, obwohl du dich in den Schatten bewegst. Direkt links. So. Und dann musst du jetzt hier ja, wie so ein kleines Minispiel machen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie das Teil hier heißt. Ich weiß es nicht. Ich nenne es mal Kirmes, Rummelplatz, Teddybären, Abzieh, Fanggerät. Ich habe es zigmal gespielt als kleines Kind. Ich habe nie was rausgeholt. Hier mit dem Greifer, also ein Stückchen nach rechts, dann vorne ins Bild. Kannst du mit dem Steuerkreuz steuern. Fährt automatisch zurück. Hier habe ich es jetzt nicht so richtig gerafft. Du musst X gedrückt lassen. Dann sammelst du das Ganze hier ein. Ist ganz, ganz wichtig, weil in dem zweiten Durchgang, wenn wir jetzt gleich neu starten, dann ist hier dementsprechend eine Filmrolle drin. Musst du das Ganze nochmal wiederholen, wo du dann auch eine Trophy bekommst für einen versteckten Film oder ein verstecktes Ende, wenn man so möchte. Hier geht's jetzt hoch. Wir sind jetzt auch mehr oder weniger fast durch mit dem schweren Durchgang, so nenne ich es mal, mit dem Schattendurchgang. Hier siehst du jetzt, wenn du die Treppe hochgegangen bist, das X. Jetzt kommst du in so einen kleinen Vorlesungssaal, so wie man es halt aus der Uni kennt, nur vielleicht hier ein bisschen kleiner. Und da, wo dann der Professor steht, der Vorleser, da befindet sich ein Dokument. Das ist jetzt das vorletzte Dokument, wenn ich mich nicht irre. Das natürlich einsammeln. Dann gehst du hier links um die Ecke. Ich habe das Ganze jetzt hier im Dunkeln gemacht. Kannst auch vielleicht ein, zwei Sekunden dein Feuerzeug einstellen, wie du magst. Ich denke, das Ganze ist jetzt nicht wirklich entscheidend. Hier kannst du dich aber an diesem roten Punkt orientieren. So, und hier habe ich es jetzt so gemacht. Du musst jetzt hier ein Rätsel lösen. Ich habe das Ganze abgescreenshottet, habe es jetzt hier mit reingeschnitten. Du solltest es auch auf jeden Fall mit Feuerzeug machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann siehst du hier diese Drähte. Und hier siehst du das, was ich dir abfotografiert habe. Hier würde ich dir empfehlen, das Ganze jetzt hier auf Stopp zu machen, nachzuspielen. Ist keine Kunst. Du musst hier von dem ersten Slot in den dritten, damit der auch anfängt zu leuchten, die blauen und die roten Drähte, Kabel vernünftig verbinden, dass du hier einen Stromzufluss hast. Und dann leuchten hier beide grünen Lampen. Wie gesagt, mach hier ganz kurz auf Stopp. Ich habe dir extra das Bild, die Lösung abgescreenshottet. Habe es hier 10 Sekunden laufen lassen, damit du in aller Ruhe auf Stopp machen kannst. Das Ganze nachspielen kannst oder dir kurz abfotografieren kannst mit dem Smartphone oder ähnliches. Dann kannst du das hier ganz, ganz einfach nachspielen. Ich denke, es ist einfacher, als wenn ich dir zeige, wie ich da die ganzen Drähte von A nach B schiebe. Dann geht es hier hoch. Dann musst du hier einmal den Film abspielen. Ich habe es jetzt hier nur einmal bis zu dem Trophy-Halt drin gelassen. Play heißt die Trophy dementsprechend. Film geht so 2-3 Minuten. Ich habe das Ganze jetzt hier rausgecuttet. Will dich hiermit nicht langweilen. Du wirst es dir eh selber ansehen wollen, weil du ja so heiß auf die Story bist. Aber du musst es dir so oder so auch ansehen, weil du hier diesen Raum wieder verlassen möchtest. Und du kannst diesen Raum erst verlassen, wenn du dir das komplette Video angeschaut hast. Dann geht es hier ein Stück nach rechts. Dann siehst du, bist du hier in einem ganz, ganz komischen, dunklen Raum mit Fernsehern. Kannst dich hier aber nicht wirklich verlaufen. Ist jetzt nicht irgendwie labyrinthartig oder ähnliches aufgebaut. Gehst die ganze Zeit geradeaus. Gleich siehst du Schatten, Menschen. Sofort nach rechts. Also merk dir, Schatten oder die Menschen ganz einfach rechts gehen. Und dann wirst du jetzt hier gleich einen orangefarbenen Fernseher sehen. Den musst du suchen, wenn du hier dich ein bisschen weiter rechts hältst. Das war so mein Fixpunkt. Hier siehst du das Objekt der Begierde auch da schon geradeaus. Und dann kommt jetzt das letzte Dokument, wo du mit der Trophy belohnt wirst. Hier siehst du den Ausgang, das ist das Ende des Spiels. Ganz wichtig, einmal rechts. Und dann siehst du, wie es hier auf dem Präsentierteller irgendwie in der Luft hängt. Hier wirst du dann, glaube ich, ich meine die Trophy als Reader wirst du jetzt mit belohnt. Also hast alle Collectibles abgeschlossen, das ist ganz, ganz wichtig. Genau, Reader heißt sie. Wie gesagt, waren jetzt, ich meine, es waren 8 Stück. Können auch 9 gewesen sein, weiß ich nicht. Hier auf jeden Fall alle Dokumente sind, denke ich, sehr, sehr gut zu finden. Das letzte darfst du hier nicht vergessen. Auch eine ganz, ganz wichtige Trophy natürlich hier in dem Walkthrough. So, und dann geht es hier geradeaus. Ab Richtung Licht. Und ab da kannst du dann nicht mehr. Ja, kannst du nicht mehr viel machen. Brauchst du nicht mehr viel machen. Hier heißt es natürlich dann jetzt gleich Daumen drücken, dass auf jeden Fall bei dir das Schattenende triggert. Dass du, wie gesagt, die Lampe am Anfang nicht eingesammelt hast, das Feuerzeug sehr wenig benutzt hast und dich immer möglichst viel in den Schatten bewegt hast, nicht irgendwie draußen und dir die Umgebung angeguckt. Das kannst du im zweiten Durchgang machen, wenn du da dir irgendwas nochmal in aller Ruhe anschauen möchtest. Solltest du das jetzt in dem nächsten Durchgang machen,
Hier gibt es jetzt nicht viel zu sagen. Hier muss er einfach nur dann Richtung Lichtquelle. Und dann, wenn du alles richtig gemacht hast, wenn du die ganzen Lichtquellen nicht benutzt hast, beziehungsweise nur sehr, sehr wenig das Feuerzeug benutzt hast, habe ich jetzt schon 10-mal gesagt, aber es ist halt nun mal das mit Abstand Wichtigste im Spiel, dass du das halt eben nicht tust, dann triggert dieses Ende hier. Ja, dann geht er hier Richtung Ausgang. Das ist das Schattenende, wo du dann möglichst lange, möglichst viel in den Schatten dich bewegen musst, ohne großartigen Einsatz von Lichtquellen, ohne Taschenlampe am Anfang, die du nicht mitnimmst. So. Und dann ernten wir jetzt gleich hier die letzten Trophies ab. Gut, 2/3 haben wir jetzt. Also ich glaube, es ist nicht mal 1,5-mal durchspielen. Das war jetzt ein kompletter Durchgang. Aber weil du jetzt gleich eine Kapitelauswahl dann nach dem ersten Mal durchspielen freischaltest, kannst du zwischen den verschiedenen Kapiteln hin und her springen. Wir starten allerdings dann gleich ganz am Anfang. Also wenn du hier das Ende dir angeguckt hast, hoffentlich dieses Ende, dann wirst du automatisch wieder am Anfang des Spiels spawnen. Anfang des Spiels, genau. Und dann geht es jetzt hier gleich weiter. Auch das Ganze ist ungeschnitten. Also nicht, dass du da irgendwie denkst, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe jetzt hier irgendwie, ich war plötzlich wieder mitten am Anfang. Oder wo auch immer ich da gespawnt bin. Ich lasse das Ganze hier ganz kurz durchlaufen. Jetzt ein kleiner Ausblick. Wir müssen natürlich gleich die Filmrolle holen aus diesem, ja, ich weiß immer noch nicht, wie es heißt, auch 10 Minuten später nicht, aus diesem Kirmes-Spiel mit dem Greifarm. Das müssen wir gleich noch machen. Wir müssen natürlich dann gleich die Taschenlampe einsammeln und wir müssen für, ich glaube, die Trophy heißt Walking Simulator, eine extrem nervige Trophy, einzig nervige Trophy hier in dem Game. Da musst du 5 Kilometer oder 5000 Schritte, 5 Kilometer laufen, ob jetzt mit L2 oder normal. Werde ich dir auch gleich eine sehr, sehr gute Location zeigen, wo du das Ganze farmst, weil du das definitiv verbinden kannst mit dem hellen Ende. Hier siehst du, bin ich jetzt hier wieder automatisch gespawnt, ganz am Anfang. Forever abgeschlossen. Ja. Und ab jetzt läuft das ganze Game natürlich ein bisschen anders. Sofort hier das Feuerzeug an. Geradeaus. Also startest dann automatisch nach dem Abspannen von dem Schattenende. Wieder hier in, ja, zu Beginn des Spiels, wo wir gerade gestartet sind. Jetzt sind natürlich hier die ganzen Türen schon offen. Alles wunderbar. Greifen wir uns hier die letzten Trophies ab. Also mehr oder weniger schon kurz vor Platin. Jetzt passiert auch nichts wirklich Wichtiges mehr. Eine Sache, wie gesagt, ist wichtig. Habe ich schon versucht, kurz anzuschneiden. Mit diesem Walking Simulator musst du 5 Kilometer gehen. Da gehen wir gleich nach draußen, schön ins Licht. Bewegen uns, werde ich auch noch was zu sagen gleich. So, hier geht es dann runter. Hier musste ich mich einmal ganz kurz orientieren. Auch hier war ich kurz lost. Dann aber gerade noch so die Kurve hinbekommen. Wenn du dich jetzt hier verläufst oder ähnlich, wirklich vollkommen egal. Mach am besten auch das Feuerzeug an. Die Taschenlampe holst du dir am besten gleich ein bisschen später. Hat auch schon was mit der Kapitelauswahl zu tun. Gehe ich gleich nochmal näher drauf ein. Nicht, dass du dich wunderst, warum hat Benny jetzt die Taschenlampe nicht direkt mit eingesammelt. Macht auf jeden Fall Sinn, denke ich, meiner Meinung nach. So, jetzt hier zu dem Krakenarm wieder. Und jetzt siehst du, ist halt eben keine Box drin, sondern, ja, sieht ein bisschen aus wie eine Fischdose, ist aber eine Filmrolle. Hier musst du dann ein bisschen anders fahren, nicht ein bisschen weiter vorne in Front. Kannst du so oft versuchen, wie du möchtest. Wenn sie hier reingeplumpst ist, kurz X gedrückt lassen für 1-2 Sekunden. Springt er ja automatisch raus. Und dann die Filmrolle einsammeln. Teilweise kannst du die Objekte ein bisschen schwer aufheben. Oder nur ich habe mich angestellt wie so ein Otto. Ich hatte teilweise ein bisschen Probleme, die Objekte aufzuheben. Es werden dann immer so weißlich, fast transparent. Dann gehst du hier raus und musst natürlich die Filmrolle einsetzen. Ja, gehst hoch, musst natürlich jetzt wieder in dem Raum mit dem X in den Vorlesungsraum. Hier zeige ich es nochmal an, das ist der Raum hier mit dem X. So, dann geht es hier rein und dann musst du dementsprechend das gute Stück natürlich einsetzen für das zusätzliche Ende, versteckte Ende, versteckter Film. Wie auch immer man das Ganze haben möchte, das musst du natürlich definitiv im zweiten Durchgang machen. Wie gesagt, im ersten bei diesem Greifarm kleine Box drin. Jetzt halt die Filmrolle. Secret heißt die Trophy auch passend.
Auch das Ganze habe ich hier wieder rausgeschnitten nach Trophy Erhalt. Auch das Video geht wieder 2-3 Minuten. Musst du dir angucken. Oder solltest du dir angucken. Dann ganz, ganz wichtig, siehst du hier sofort danach raus, nachdem du dir das Video angeguckt hast. Und dann in Kapitel 7. Ja? Drückst einfach die Starttaste, drückst Spiel laden, nachdem du den Film hier abgespielt hast für die Secret Trophy. Und dann lädst du Kapitel 7. Ja, und dann zeige ich dir ganz kurz hier, wo du startest. Natürlich hier wieder direkt schön das Feuerzeug an. Wir befinden uns hier in dem Lichtdurchgang, in dem hellen Durchgang, der natürlich am Ende auslösen soll. So, dann gehst du jetzt hier raus. Ja, und weil ich eben jetzt Kapitel 7 geladen habe, habe ich jetzt hier ganz kurz erst die Taschenlampe geholt und eben dann nicht in Kapitel 1, was natürlich sinnlos gewesen wäre, weil ich ja dann direkt in Kapitel 7 springe. Hier greife ich sie mir jetzt schön. So, hier hat man natürlich dann richtig Licht noch, wenn man möchte. So, und jetzt fehlt uns letztendlich natürlich nur noch der Walking Simulator. 5 Kilometer laufen. Und das helle Ende. Ja, und das Ganze kann man natürlich jetzt wunderbar kombinieren, damit das Ganze triggert. Damit du auf der 1000 Millionen prozentigen Seite bist, dass du das helle Ende hier auslöst. Gehst du natürlich am besten nach draußen, stellst dich schön ins Licht, machst das Feuerzeug an. Alles das, was du an Lichtquellen hast. Und du musst dich natürlich hier für diese Walking Simulator Trophy unglaublich lange bewegen. 5 Kilometer meiner Meinung nach, weil es hier ein extrem kurzes Game ist, viel zu viel. Hätte auch ein Kilometer oder zwei gereicht. Du siehst, ich spaziere mitten ins Licht rein. Und hier habe ich jetzt einfach meine Runden gedreht in meinem Hellen. Ich habe das Ganze natürlich auch rausgecuttet. Hier habe ich nochmal ein schönes Easter Egg entdeckt. Den Joker fand ich sehr nice. Den wollte ich dir einmal präsentieren. Und dann bin ich hier durch. Und dann bin ich die ganze Zeit hier rumgelaufen mit dem Feuerzeug. Jetzt siehst du hier God of Walking Simulator. Das ist diese 5-Kilometer Trophy. Ja, die kannst du dir wunderbar holen. Ich habe das Ganze mit einer Stoppuhr gemacht. Ich habe mich knapp 12 Minuten draußen bewegen müssen. Immer schön im Kreis gelaufen. Habe mir hier ein paar Wandmalereien angeguckt. Habe dann den Joker entdeckt und so weiter. Schön mit dem Feuerzeug. Also wundere dich nicht, wenn die Trophy nicht sofort kommt. Aber du bist dann halt auf der ganz sicheren Seite. Du musst die Trophy ja so oder so erspielen. Mit den 5000 Schritten oder mit den 5 Kilometern gehen. Wie auch immer man möchte. Und das Ganze solltest du natürlich draußen machen. Und dann bist du 1 Million% safe natürlich, dass das... das Lichtende triggert ganz einfach. So, und was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir hier wieder in den Raum mit dem X danach. Du hast gesehen, ich bin einfach rein, nachdem ich die Trophy dann erhalten habe für die 5 Kilometer. Dann suchst du hier wieder den Vorlesungsraum auf. Und auch da musst du leider als letzte Handlung in dem Game, so gut wie, musst du hier leider nochmal das kleine Puzzle lösen. Auch hier habe ich dir nochmal ganz kurz meine Lösung eingeblendet, damit du hier auch nochmal auf Stopp machen kannst. Blauen und roten Drähte verbinden. Ich denke, muss man jetzt kein Einstein dafür sein. Ist nicht wirklich schwer. Du siehst, wie ich hier nochmal die letzten 1-2 Drähte hier reinhaue und hier nochmal ein bisschen rumklicke. Dann sind die beiden Lampen grün. Alles wunderbar. Das musst du leider zweimal lösen im Spiel. Und dann geht es hier wieder hoch. Musst du natürlich hier, befinden uns nach wie vor natürlich dann hier in Abschnitt 7 oder Kapitel 7, musst du natürlich dann hier wieder einmal dir den Film anschauen, damit natürlich hier die Tür wieder aufgeht. Das Ganze habe ich rausgeschnitten, musst du dir leider wieder 2-3 Minuten angucken, geht nicht wirklich lange. Und dann gehst du hier wieder raus. Und da musst du ja hier jetzt gleich wieder nach rechts, wo du in diesen komischen Fernsehraum kommst mit den Schatten. Hier kam ich jetzt nicht ganz durch. Auch hier hilft Viereck teilweise für Springen. Irgendwie mochte mich die Tür nicht. Ich bin ja nie richtig rausgekommen. Zack, jetzt bin ich vernünftig hier drin. Du siehst, wir befinden uns jetzt hier wieder ganz am Ende. Kann nichts mehr schief gehen. Platin ist im Sack. Du warst lange genug draußen. Bis 10, 11, 12 Minuten draußen rumgelaufen. Ich hoffe, das Ganze geht bei dir vielleicht schneller. Weil ich habe die ganze Zeit L2 gedrückt. Weil schon die Finger abgefallen. 12 Minuten hat es knapp gedauert. Dann schön rein. Kurz noch wieder das Strompuzzle lösen, den Film angucken, raus. Mehr muss er letztendlich eigentlich nicht machen. Denk wirklich hier an diese Kapitelauswahl, wie ich dir gezeigt habe, wenn du startest nach dem Schattenende, ne? Anfang erst ein paar Sachen machen, dann Kapitel 7 laden. Hier brauchen wir natürlich keine Collectibles mehr, kein gar nichts mehr. Wir haben alle Trophys eingesammelt.
warten jetzt nur noch auf das Lichtende. Gehen wir hier schön raus. So, auch das Ganze ist wieder gleich. Muss natürlich jetzt zur Lichtquelle und dann entscheidet sich, welches Ende triggert. Gerade hast du gesehen, waren wir dann in diesem kleinen Bunkerraum, wo wir raus wollten. Alles dunkel, alles blutig gehalten. Sie ist das Feuerzeug hier auch schon auf Sprachflamme. Draußen waren wir auch die ganze Zeit Taschenlampe, haben also wirklich alles gemacht für das Lichtende. Was natürlich dementsprechend dann 1000% safe ist. Und dann hebst sie hier einmal schön ab. Kannst du nichts machen, brauchst du nichts machen. Ich war ja am Anfang erst ein bisschen verwirrt, als ich mich hier um das Video gekümmert habe, als ich mir schon mal hier alles angeguckt habe. Du siehst aber, dass du dann so langsam nach oben steigst. Ich schwenke jetzt hier, glaube ich, auch gleich irgendwann die Kamera ein bisschen nach unten. Also man steigt immer weiter. Du siehst, die Lichtquelle entfernt sich immer mehr. Muss ein bisschen warten. Und dann warten wir eigentlich nur noch darauf, dass das gute Ende natürlich auslöst. Dementsprechend alle Trophys dann im Sack. Und dann warten wir noch auf eins der schönsten Gefühle. Auf die Platin. Ja, hier waren wir jetzt ziemlich weit oben. Dann spielt die Kamera nochmal. Genau. Das ist jetzt so, dass das Ende, gleich spricht da nochmal ein russischer Wissenschaftler ein bisschen, das ist dann auch da, wo man die Trophys erhält. Also hier musst du dich jetzt nicht wundern, du musst dir das Ganze erstmal angucken, dauert 2-3 Minuten, siehst du hier, ist auch alles umgeschnitten. Dann schließt du das Ganze ab. Bei mir kam die Platin auch ein bisschen zeitverzögert, auch da solltest du nicht nervös werden. Normalerweise hast du ja dann die letzte Trophy, die du holst und dann babam. Klickt sofort wieder, dann kommt die Platin, quasi beide nacheinander. Hier war bei mir ein bisschen Zeit verzögert, wirst du gleich sehen. И полуразрушенных останках былой цивилизации. Это отголоски нашей многогранной истории. Величественные сооружения некогда процветающего человечества, безмолвно доживающие свой век. Für das helle Ende, für das Lichtende. Потрепанные войной. Siehst du, sehr, sehr lange dauert das Ganze hier. Ich dachte mir, okay, was ist hier kaputt? Эпохи тех, кто был слишком самоуверен и беспечен. Und da ist das Ding, in Race of the Light Platinum. Da hätte man sich auch einen schöneren Namen vielleicht überlegen können für eine Platin-Trophy. Okay, sei es drum. Das war's von mir. Ich hoffe, dass dir der Guide gefallen hat, dass dir das Video gefallen hat. Vielleicht hast du Probleme mit der einen oder anderen Trophy oder du bist einfach heiß auf eine Platin. Wenn du hier, wie gesagt, Platin-Hunter bist, ich kann dir das Game absolut empfehlen. Sehr, sehr nice. 40 bis 45 Minuten hast du eine Platin mehr. Ich hoffe, dir hat das Ganze, wie gesagt, gefallen, dir hat das Ganze weitergeholfen. Bleib sehr, sehr gerne mit einem kostenlosen Kanal-Abo am Start, wenn du mich hier unterstützen möchtest. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Abend. In diesem Sinne, mach's gut, bis bald und tschüss.